Hallo Leute, herzlich willkommen zu Murder to Suspect. Ja, im Vorfeld möchte ich schon mal sagen, er steht fortfahren da, da ich mal schon mal aufgenommen hatte, den ersten Part, und der ging dann komplett in die Hose von der Aufnahme. Ich habe immer nur Pech, erst Among Us Asleep, jetzt Murdered. Und wir fangen direkt an. Wenn ihr was über die Geschichte wissen wollt zu dem Spiel, steht alles in der Videobeschreibung drin. Also ich möchte das jetzt nicht alles erklären, von daher... Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei Die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls im Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jeder, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde verlassen. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Mhm. Ja, okay. Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Ein schöner Name. Jetzt ist es offiziell. Das tut weh. Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür. Wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs. Des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Das ist süß. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verfickt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Jetzt sind wir wieder erwacht von dem Sturz. Und das ist eigentlich schon krass, wir sind, so Ronan ist so ein derber Krimineller und darf trotzdem... Zur Hölle habe ich das überlebt. Darf trotzdem zur... Trotz... Wo du bist, Drecksack. Darf trotzdem zur Polizei? Wieder hoch. Du hast das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch ja, treten. Ja, wir sollen mit dem linken Stick geradeaus gehen, um halt wieder in das Haus zu kommen, um den... um den Dieb oder was auch immer da zu fangen. Und wie findet ihr die Grafik? Also die Grafik finde ich eigentlich schon ganz, ganz gut. Ist Unreal Engine, klar, ist jetzt nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten. Aber finde ich trotzdem schön. Schön gestalten. Abgeschlossen. Okay, greifen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Bautz! Oh. Aufgepasst, oh, Lady. Okay. Nein. Da sind... Nein, nein, nein. Wir sind schon ein halber Geist. Halb, sage ich darum, weil ihr werdet es gleich sehen, warum nur ein halber Geist. Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance.
Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Wie nennt man das außer... Wie nennt man das außergewöhnlich? Nee, außer Stande oder... Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Zack. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Da ist er. Nein. Komm schon. Scheiße. Es klappt einfach nicht. Wir sind einfach ein halber Geist. Das ist sehr cool gemacht, wie ich finde. Das finde ich sehr geil. Also, von der Machart her jetzt nicht. Das ist passiert. Das ist natürlich nicht geil. So, und jetzt werden wir zum richtigen Geist. Alles wird jetzt für uns farblos. Das ist wirklich krass gemacht. Das ist ja wirklich ein Schock jetzt für ihn. Hey, komm zurück! Komm sofort zurück! Ja. Das ist glaube ich, sogar der Glockenmörder, von dem im Vorfeld geredet wurde. Ich habe nur die erste halbe Stunde gespielt. Also ich mache auch da wieder den Cut, wo ich beim letzten Mal auch schon einen Cut gemacht hatte. Und ich möchte einfach nicht aufs Licht hinzugehen. Das Licht ist nicht so schön, auch wenn da irgendwas ist. Aber seht ihr die ganzen Menschen da hinten? Die wollen uns garantiert nur was Böses. Also ich möchte nicht aufs Licht zugehen. Nein, man sagt doch eh, gehe nicht auf das Licht zu. Ja, aber wie man sieht, wir müssen auf dieses Licht hinzugehen. Und ich möchte es einfach nicht. Aber ich weiß ja nicht, was uns erwartet, also... Trotzdem möchte ich dann einfach nicht hingehen. Man sieht, es ist ein Mensch oder ein Geist. Das ist Julia. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Unser Mord. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Ja, wie findet ihr eigentlich die deutsche Synchro? Ich finde die deutsche Synchro echt gut. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann, das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Okay. Unsere Leiche wurde also gefunden. Hey Mann, kannst du mich hören? Nein, er hört uns nicht. Sie sicherlich auch nicht. Sieh da, bitte. Ja, wir brauchen sowas wie ein Medium. Jennifer Love Hewitt oder so. Zum Beispiel. Verdammt. Ghost Whisperer. Da ist ein Mädchen, ein Geistermädchen. Hey, du.
Hey, hörst du mich? Komm zurück! Ja, ist auch schlecht, schaurig. Und jetzt möchte ich mal was zeigen, was ich persönlich sehr cool finde. Okay. Vorführeffekt. Geht gleich los. Ach genau, hier. Achso, ein Geist kann durch Objekte der realen Welt hindurchgehen. Genau, fump. Das finde ich so geil. Wir können auch mal ein bisschen rennen. Zack. Wir sind gleich bei dir, Geistermädchen. Und dann bleibst du endlich stehen und wir erzählen mal eine Runde. Ach, hier geht's nicht. So, da ist er und spielt. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Okay, was meinst du mit Gaben? Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Klingt doch gut. Okay, warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen? Mich hat gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Das hoffe ich doch. Und das ist jetzt Hinweise. Hinweise sind wirklich ein großes Thema in diesem Spiel, weil wir sind ja ein Geisterdetektiv sozusagen. Geisterdetective. Geisterfähigkeiten. Meine Fähigkeiten aus dem Leben sind auch im Tod nützlich. Manche Fähigkeiten sind verbreitet, manche sind einzigartig. Hier, man sieht's, wir kriegen jetzt von dem Geistermädchen, können wir 4 Hinweise kriegen. Ich dachte, du wolltest mich was fragen. Bin schon dabei, ich möchte gerne erstmal vorlesen. Wie könnte ich hier eingeschlossen werden? Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Okay, wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Sei nicht schon. Tut mir leid, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Scheint so. Hier gefangen. Immer wenn ich nicht kläre, was noch ungeklärt ist, bin ich vielleicht hier gefangen. Für immer. Ja, wir hatten der Mord. Ist ja eigentlich wirklich offensichtlich, dass der Mord halt noch nicht aufgeklärt ist. Hast du deine Zunge verschluckt? Wer sind diese anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Okay, dämonische Bedrohung. Wenn ich nicht aufpasse, verzerrt mich ein Dämon. Ja, klingt gar nicht gut. Wollen wir auch nicht, dass dies passiert. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, ich muss noch mehr wissen. Wow. Heilige Scheiße. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Wie die das sagt, das Mädchen, ja? Seltsam. Und ich würde mal sagen, das ist... Also das weiß ich jetzt persönlich wirklich noch nicht. Ich gehe mal davon aus... Okay, da hören wir jetzt. Der Typ hat mich kaltblütig erschossen. Ist er meine ungeklärte Sache? Ich würde mal sagen, das hier sind so ein Spalt, wo wir halt einfach nicht lang kommen können.
So, hier können wir nicht durchgehen. Es hat alles einen blauen Schein. Ja, und bevor ihr mich in den Kommentaren fragt, ich spiele das Ganze auf dem PC mit meinem 360-Controller, wie eigentlich alles andere auch. Und wir verstecken uns einfach mal. Man sieht nur ein bisschen unseren Hut. Und das Ganze ist auf Steam erhältlich für 30 Euro. Ist heute rausgekommen am 6.6. Und ja, von Square Enix. Und also wie gesagt, es ist halt ein Mystery-Adventure, worauf ich halt wirklich sehr gespannt bin. Beziehungsweise auch, eigentlich ist es sehr toll, finde, weil ich mag so Mystery und sowas. Das ist alles, finde ich, für mich persönlich sehr interessant. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Aber es wird geil gemacht. Also finde ich dieses Setting, finde ich wirklich cool. Gefällt mir. Könnt ihr auch eure Meinung auch gerne in den Kommentaren posten, was ihr davon so haltet. Ja, das ist ein richtiges Arsch. Großartige Idee, Dexter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Yep. Hey, Baxter, hey, hey. Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar, ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja, es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach, bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Ja? Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Finde die Spur des Mörders. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Untersuchung beginnen. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Ja, die tuscheln auch. Ja, gut zu wissen, worüber Sie reden. Na, dieser Baxter, das ist jetzt schon ein richtiges derbes A-Loch. Genau, hier muss eine Spur finden. Jetzt sind wir quasi am Tatort. Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Und ihr seht, da unten links in der Ecke steht 0 von 8 Hinweise. Hinweise sind wirklich immer sehr gut und die würde ich versuchen, noch alle wirklich zu sammeln. Letzte Zigarette. Meine letzte richtige Zigarette. Gut, dann kann ich endlich sagen, ich habe aufgehört. Oder so ähnlich. Das ist schon ein bisschen makaber, oder? Okay, meine Ersatzwaffe. Meine Ersatzwaffe hat mir viel gebracht. Nämlich gar nicht. Doch, den Tod. So, wir selber. Overkill. Mein Tod. Geschlagen, aus dem Fenster geworfen und erschossen. Wer auch immer mein Mörder ist, er wird mich ganz sicher tot sehen. Das scheint wohl so. Glassplitter in Stücken. Ja, wie viel eure Pech bringt das wohl? Zerbrochenes Glas des Fensters, das aus dem ich geworfen wurde. Okay. Mit den eigenen Kugeln getötet.
Patronenhülsen. Der Mörder hat mehrere Schüsse auf mich gefeuert. Schamlos. In aller Öffentlichkeit. So, jetzt haben wir 5 von 9. So, jetzt können wir hier nämlich auch Besitz ergreifen. Was ich wirklich sehr cool finde. Das ist echt bizarr. All diese Cops, wir kommen nicht voran. Finde ich wirklich geil gemacht. Man kann auch springen, wie man will. Mann, Ronan. Ich kann es mir gar nicht ansehen. Ich muss sagen, diese Stimme passt zu diesem jugendlichen Cop eigentlich gar nicht. Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ihre eigenen Leute beschützen können? Naja, so. Zum Glück bin ich kein Cop. Ja, toll. Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen sie nicht, dass die Presse ihnen helfen kann? Die sind halt irgendwie ein bisschen komisch, alle meinen. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Hey! Oh mein Gott, er hat einen Zwillingsbruder bei der Polizei. Der steht da vorne. Oh mein Gott. Finde ich cool. So, gehen wir erstmal zu Stuart. Zack, da haben wir nämlich jetzt Spähen. Zack. Was hat er über den Mörder in Erfahrung gebracht? Da, man sieht da jetzt diese Polizeimarken. Das sind quasi so die, ich würde mal sagen, dass das die Versuche sind, bis man das Richtige hat. Einzige Waffe am Tatort gehört Ronan. Keine Waffen. Also haben sie keine anderen Waffen am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. Das ist auf jeden Fall die wichtige Information. Das weiß ich, weil ich sie wie gesagt schon mal hatte. Mordwaffen. Der Mörder hat meine Waffe benutzt. Warum hat er nicht seine eigene mitgebracht? So, dann gehen wir mal aus ihm raus. Und gehen erstmal zu denen hier rüber. Schwupps. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Sieben in die Brust. Nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr krimineller als Cop. Wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Yep, ein richtiges Arschloch. Glockenmörder. Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Zack. Gedanken lesen. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Achso, jetzt müssen wir beeinflussen. Okay, genau. Mordwaffe. Der Glockenmörder, weil sie, also jetzt müssen wir quasi eine Erinnerung wachrufen, damit sie was sagt, was geschehen ist. Und da sie ja angeblich den Glockenmörder gesehen hat, nehmen wir natürlich das. Zack, ist sogar richtig. Ja, hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Zielort des Mörders. Eine Zeugin glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in den obersten Stock. Es war kein Zufall. 8 von 8 Hinweisen. Ermittlung abschließen. Aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Ich muss hier eine Spur finden. Ja, wir müssen da rein. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude fahren. Ach, schon cool, wie er einfach so ein Geist noch so rauskommt, ne? Neue Hinweise. Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spur des Mörders. Ich sollte mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Irena, was ist mit dem Geist hier? Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du
gewöhnst dich dran. Danke, freundlicher Geist. Dann gehen wir mal rein und folgen Stuart. Die Wohnung betreten. Puh. Ja, ein kalter Schauer, wa? Hey, Sarge, 1019. Wir haben Sie zum Tatort zurück. 10-4. Da ist was. Das ist, würde ich mal sagen, ein Dämon. Also werden wir hier in der Wohnung unseren ersten Dämon begegnen. Ach, jetzt wird gespeichert. Du bist's nur. Ich wusste, ich hab was gehört. Ja, das ist schön, dass du was gehört hast. Zu dem gehen wir wahrscheinlich mal im nächsten Part. Weil wie gesagt, hier habe ich den ersten Part auch beendet. Und so möchte ich es auch gerne belassen. Dann sehen wir uns dann wie im Uploadplan. Ich glaube, muss kurz mal selber gucken. Am Mittwoch sehen wir uns dann wieder mit Murder World Soul Suspect. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne diskutieren, wie ihr das Spiel so findet. Und ja, Twitter, Facebook, das ganze normale Gehabe, auch alles in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein!